mit der neuen Kampftaktik und der zusätzlichen Stärke. I will try. So, da ist dann links gleich der Weg zu Akels Hof. Wir erinnern uns, da rechts runter könnte ich dann auch nochmal gehen, um ein paar IP zu sammeln. Da sind, glaube ich, auch noch Drecksviecher. Außer die habe ich schon gemacht. Ich weiß es nicht mehr, aber ich denke mal nicht so, wie ich mich kannte. Gut, ich war auch viel zu schwach. Aber dank Dragomir und Hildegard von Bingen haben wir es jetzt genug Stärke erlangt, um uns relativ gut zur Wehr setzen zu können. Ich weiß nicht, ob ich die Wegelager da oben schon schaffe. Wahrscheinlich nicht, weil es zu viele sind. Aber wir werden es nachher auch tryen. Wir sind hier schon bei Akels Hof, der führt dann de facto dorthin. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Wenn du denkst, es kann nicht ewig so weitergehen, dann verschwinde von diesem Hof und lass die Miliz ihre Arbeit machen. Das will doch... Hey! Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Du bist ja immer noch hier. Ich mach dich fertig. Spaßvögel, du hast es erfasst. Ich bin Engardo. Jetzt bist du da. Nein, nicht die. Komm. Yes. Und du auch noch. Come on. Es ist Erfolgserleben. Es ist großartig. Nicht Akil, den Bauern meinetwegen. Das war's für dich, Junge. Nur sei du Dank. Arme Wurst. Ich dachte schon, meine letzte Gold Stunde dabei. Hätte geschlagen. Ich würde ihn gern durchsuchen, mein Freund. Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ganz genau. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Was kannst du denn für mich tun? Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Ich werde dich gleich nochmal ansprechen, nachdem ich die durchsucht habe. Da ist nichts zu. Wo ist sein Kollege? Ich glaube im Gebüsch, oder? Hier. Degen, Waldbeeren, Gold. Nichts zu. Perfekt. Bleib hier, Akil. Ich möchte weiter mit dir reden. Du bist ziemlich cool. Und ich mag coole Leute, weil ich auch cool bin. Also ich bin jetzt der namenlose Held natürlich in meiner Rolle. Hast du etwas über die vermissten Bürger gehört? Oder na, zuerst das Söldner. Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Infos. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Banditen. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Ja, also die Chance, dass man Ona nicht kennt und diese 2 Bastarde besiegen kann, ist gleich null. Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof?
Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Das ist das Interessanteste. Vielleicht sind das seine Schützlinge. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Dann rede ich jetzt mit dem Randolph. Und dann werde ich mir das ansehen. Beziehungsweise das ist seine Frau, weil er hat gesagt, die kocht mir was Feines. Hey, du. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas? Ja, gute Frage. Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gut zu stellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Bengar und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Ich kenne die halt alle schon, das ist die Sache. Wobei Bengar, das ist glaube ich der auf dem Weidenplateau. Wo finde ich die Höfe von Bengar und Sekob? Sie sind nicht weit vom Hofe des Großbauern entfernt. Geh weiter nach Osten. Dort wirst du sie finden. You don't say. Habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Aus diesem Teil des Landes kommt man nicht so einfach weg. Das ganze Land ist umschlossen von einer hohen Felskette, die unüberwindlich ist. Die beiden einzigen Wege von hier fort sind der Pass ins alte Minental und der Hafen. Da wir uns die Überfahrt mit dem Schiff nicht leisten können und das Minental ein Land ohne Wiederkehr ist, werden wir hier bleiben müssen. Was weißt du über den Pass? Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Er muss aber irgendwo bei Bengars Hof auf dem Weidenplateau sein. Wissen wir. Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich bemühen. Essen. Hey. Jetzt. Akil meinte, du hättest eine Mahlzeit für mich. Es sind schwere Zeiten für uns angebrochen, seit die Barriere nicht mehr da ist und das Land unsicher geworden ist. Hier hast du einen Laib Brot, etwas Fleisch und einen Schluck Wasser. Mehr kann ich leider nicht entbehren. Sagst du etwas anderes? Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich... Dasselbe. Dann Randolph. Das heißt, das war jetzt tatsächlich scheinbar nur für die Infos. Aber das ist echt gut mit dieser Höhle da hinten, diese Info. Vielleicht hat Randolph noch mehr auf Lager. Das ist nicht Randolph, das ist ein Bauer. Dann ist das Randolph, der gerade Plunder macht. Den Befehl Plunder. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Haha, Wetttrinken. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Du gehst in die Taverne? Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Wir haben also zwei neue Einträge gekriegt. Das eine ist... Leere den Krug in einem Zug. Randolph hat den Verdacht, dass Huke beim Wettsaufen betrügt. Und dann müsste ich ihm wahrscheinlich das Geld dafür geben. Informationen über das Passbogen, Broma, Banditen, für die Vermissten. Der Bau Akil vermisst seine beiden Felder bei der Tonak und Telbor. Deswegen schaue ich jetzt mal da nach hinten, wo er gesagt hat, dass es eine Banditenhöhle gibt. Und schaue, ob ich die beiden dort finde. Ich hoffe es. Es wäre sehr schön.
Da ist eine Rübe oder irgendwas. Oder ein Feldknöterich. Ein Feldknöterich, perfekt. Die brauche ich ja häufig für Tränke. Wie wir festgestellt haben. Eigentlich immer für Tränke, nicht nur häufig. Logan, Star Wars Freak, also wie auch immer er jetzt heißt, Logan AMV oder so, hat gesagt, ich sollte doch Akil fragen, warum er hier ein totes Schaf liegen hat. Das konnte ich leider nicht tun. Ich hätte es gern getan. Aber Akil ist scheinbar ein Schafsmörder, der Schafe zum Spaß tötet. Weil das Schaf liegt, das hätte ich mich erinnern kann. Ja. Er möchte es scheinbar nicht essen. Er möchte es scheinbar nicht teilen. Mit den armen Leuten, die Hunger haben. Er möchte es einfach nur tot da liegen haben und verfaulen lassen. Das ist armselig, Akil. Richtig armselig. Müsste ich denn hoffentlich bald wieder genug Geld haben? Also genug Erfahrungspunkte, meine ich. Zum Level aufsteigen. Wäre cool, wenn man Geld bräuchte zum Level aufsteigen. Kommt, ich kriege ich noch, bevor ich sterbe. Das ist schade. Dass ich die Keiler diesmal nicht geschafft habe und sonst sehr häufig Keiler schaffe, wobei ich mir dann auch einzeln vornehme. Aber eigentlich habe ich jetzt auch keine Lust auf die Viecher, sondern möchte einfach Banditen kloppen. Deswegen werde ich jetzt da oben lang gehen und hoffen, dass mich die nicht sehen. Und einfach die Gegend mal nach Banditen abgehen. Warge? Nee, nein, danke. Nicht unbedingt mein Wunsch. Das ist cool, wenn du alleine kommst. Auch wenn du irgendwie um einige stärker bist als deine Kollegen, warum auch immer, oder es kommt mir so vor. Nicht dich anvisieren. Das ist doch der Falsche, du Idiot. Ich liebe Auto-Aim hier. Ich liebe diesen Auto-Aim. Ich liebe ihn. Ich glaube, er hat dann zwar eh den richtigen anvisiert gehabt, dabei visiert zwischendrin plötzlich den anderen an. Ich liebe es. Oh, Handy. Handy ist neue Nachricht angekommen. Am Handy nicht neue Nachricht ist angekommen. Die, Motherfucker. Die. Ich hab doch meine Wortwahl ab. Stirb, Schwein. Keiler ist aber ein Männchen. Gut, erkennt man auch an den Keilern vorne. Oder wie man das nennt, Stoßzähne. Bei Wildschweinen nennt man es hundertprozentig Nicht-Stoßzähne. So, jetzt speichere ich nach den Drecksviechern noch einmal. In der New World. Feldräuber, das freut mich sehr, weil die sind tatsächlich null Problemo, wenn man das so sagen darf. Zumindest wenn man einen Crit macht. Sonst nicht so. Nichts zu holen. Die geben mehr Erfahrung als ein Scavenger und sind schwächer. Ich werde daraus nicht schlau. Aber vielleicht ist das Absicht, damit man am Anfang ein bisschen schneller EP sammeln kann. Da ist nichts. Auch schon noch einiges. 2305, ja. Mathematics Skills. Wir sind da hinten die Banditen. Und hoffentlich auch die lebenden Gesuchten von Akil. Ich würde mich darüber freuen, wie man sich denken kann. Ich denke, man würde sich das denken. Bandits, I'm looking for you. I'm searching for you. Ja, das sind ein bisschen tote Banditen. Das niedere Skelett würde ich vielleicht sogar schaffen, aber seinen Freund auf keinen Fall. Das heißt, da hinten lieber nicht weiter. Wir gehen lieber zurück und probieren es bei den Wargen, die uns auch sicher töten werden. Weil die auch zu stark sind. Das heißt, wir schauen uns lieber da unten um. Vielleicht sind die Banditen ja auch tatsächlich da unten. Weil ob die durch die Waage durchkommen und überleben, ist so die andere Frage.
gut. Bei denen könnte ich mich zwar sicher schon an zwei rantrauen, aber warum sollte man es sich schwer machen, wenn es auch einfach geht? Die Gothic 1 Taktik. Funktioniert hier auch noch. Nichts zu holen. Welche Drecksviecher sind da? Feldräuber. Komm hier. Krass, der andere ist zu langsam gewesen. Jetzt nicht mehr. Doch. Bisschen dämlich, das Viech, ne? Ja, mach einfach keine Crits. Da ist nichts. Sumpfkraut, das nicht im Sumpf wächst. Krass. Nochmal. Sichern, weil ich's kann. Banditen, jetzt wird es mich schon langsam tatsächlich freuen. Gut, die Ratten sind jetzt lame. Wo bin ich hier? Dass ich die Viecher noch gar nicht besiegt habe. Mhm, da bin ich, glaube ich, tatsächlich noch nie gegangen auf dem Weg, kann das sein? Oder bin ich gerade einfach nur dämlich? Achso, es ist übrigens Nacht. Das bemerke ich jetzt gerade, wie spät Nacht. Wahrscheinlich schon sehr lange. Nein. Das heißt, ich kann tatsächlich jetzt noch eine Fackel nehmen und es erhellen. Fackel. No. Da ist der Hof von Arkel, klar, da bin ich gegangen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ein Tränkchen oder ein Fleischchen? Ich entscheide mich für Letzteres. Das ist schön deftig, schön ungewürzt. Das haut rein. Snapperkraut, Snapperkraut. Ja. Findet man schon nice Stuff. Und das Sumpfkraut ist auch nice Stuff. Richtig nice. Auch wenn das Skelett gerade das Gegenteil von nice ist. Wir haben es nicht gesehen und wir möchten es auch nicht sehen. Und die Null-Taste funktioniert immer noch nicht, mit der ich für gewöhnlich immer nach hinten schaue. Auch wenn ich das im Let's Play noch nie getan habe, sondern nur in der Mod, die ich spiele. Aber ich weiß, dass es mit dieser Taste zumindest bei mir geht. Vermisst das die Standardeinstellung. Hier geht es wahrscheinlich zum Leuchtturm. Exakt. Hm. Wo sind diese Drecksbanditen? Es interessiert mich tatsächlich. Ich werde jetzt aber trotzdem zuerst mal Richtung Leuchtturm gehen, weil wir dann noch nie waren. Ich glaube auch, dass das nicht sonderlich klug ist, dass ich jetzt Richtung Leuchtturm gehe, weil wie ich da noch nie war und da wahrscheinlich auch nicht hin soll. Aber who knows, man muss es erst einmal herausfinden. Das hört sich nach Scavenger an. Komm, du hörst dich nach einem Scavenger an.
Danke. Ein einsamer Scavenger. Are you serious? Das war doch nicht alles. Danke. Ich wusste, dass das nicht alles war. Nicht so. Eine Eingebung. Was ich lustig finde, ist, dass es in Gothic 1 kein Butlerfleisch gibt, sondern dass die Sklavenbrot geheißen haben. Und in Gothic 2, wo es keine Butler mehr gibt, heißen sie Butlerfleisch. Drecksviecher. Ich höre Drecksviecher mit Rudelinstinkt. Kurze Neuaufnahme.